again. Hi Freunde, wir haben es schon wieder getan und zwar unser neuer Vlog ist draußen. Diesmal nehmen wir euch mit nach Isfahan. Have fun. In Isfahan. Also in keinem Land waren wir bis jetzt so sehr der Arsch. Als Fußgänger. So dangerous. Ja, das ist so gefährlich. Die gucken überhaupt nicht, ne? Und selbst wenn du schon auf der Straße stehst, dann hält auch überhaupt gar keiner an. Kannst vergessen. Boah, ich habe Melli gerade das Leben gerettet. Schon mehrmals. Das ist so krass. Also wir wollen jetzt von der Kirche zu der Zentralmoschee. Deswegen gibt es hier eine coole App, die heißt SnapCab. Und zwar ist es wie Uber, bei uns in Deutschland bekannt. Damit kann man sich halt die Taxis direkt von dem Standort, wo man ist, quasi herrufen und dorthin fahren lassen, wo man möchte. Und es ist auch relativ günstig. Und zwar 45.000 Rial. Und dann kann man ein Snap Echo quasi anfordern. Und wenn das dann geklappt hat, dann kriegt man diese Information. Das ist der Fahrer, das ist das Kennzeichen auf Persisch. Wäre sehr nützlich, wenn man zumindest die letzten drei Ziffern kann. Okay, und jetzt hängt's. Aber in der Regel kannst du dann hier ranzoomen und man sieht, wann das Auto bei einem ist. Angekommen sind, war der Wechselkurs 1 Euro zu 90.000 Rial. Heute befindet er sich bei 1 Euro zu 130.000 Rial. Und das ist etwas, worauf wir hier sehr häufig angesprochen werden, auf die harte wirtschaftliche Situation und auf die ernsten finanziellen Probleme, die es hier wohl gibt. Und man merkt aber nichts, müssen wir ganz ehrlich sagen, weil die Leute sind weiterhin sehr, sehr herzlich und sie lassen sich das alles nicht anmerken. Ja, wir hoffen halt einfach, dass sich dann auch die Situation bald für die Leute verändert. Melli und ich, wir denken, wir sind hier Reisende und als Gäste, also Gäste in diesem Land, und so verhalten wir uns auch. Und wir wollen jetzt hier nichts wirklich... wir können jetzt hier auch nichts wirklich ändern in diesen 30 Tagen, in denen wir hier sind. Die Veränderung muss einfach von hierher kommen und ja, da wünschen wir den Leuten hier einfach so viel Kraft und auch so viel Mut, sich zu verändern. Aber wir haben auch den Eindruck, dass sie das können, weil die Menschen hier sehr, sehr mutig wirken und eben auch sehr, sehr flexibel auf die Situation eben reagieren. Und dann werden wir einfach beobachten, was sich in Zukunft tut. Brücke Sio Sepol. Die führt über den Sayande Route, was so viel bedeutet wie lebendiger Fluss. Aber leider, wie ihr da hinten sehen könnt, führt der Fluss seit vielen Jahren kein Wasser mehr, weil eben einfach die letzten Jahre wenig Regen gefallen ist und man den Fluss auch viel zu übernutzt hat. Zeigt das hier mal. Und deswegen ist der Fluss jetzt einfach so ausgetrocknet, dass noch nicht mal ein Tropfen Wasser fließt oder überhaupt zu finden ist. Hier auf dem zweitgrößten Platz der Welt, Nashk-e Jahan, was so viel bedeutet wie Abbild der Welt. Und es ist rutschig. Hier vermischen sich Kultur, Politik, Handel und Religion.
Und es ist immer noch rutschig. Sehr sogar. Was uns im Iran auch sehr stark aufgefallen ist, dass alle Frauen fast eine Schönheits-OP hatten. Also Nase ist sehr berühmt hier, weil die Frauen haben halt so eine schöne große Nase wie ich. Das ist halt so, ich wurde auch schon öfters mal als Perserin quasi auf Persisch angesprochen. Oder auf Persisch angesprochen oder als Perserin quasi verwechselt. Wahrscheinlich auch aufgrund meiner Nase. Wahrscheinlich aufgrund ihrer Nase. Wir sehen auch sehr viele immer mit diesen Pflastern auf der Nase. Und ja, das ist halt sehr, sehr heiß begehrt hier. Schönheits-OPs. Also wenn einer mal Lust hat, sich eine Schönheits-OP zu gönnen, was man nicht unbedingt braucht, aber man weiß ja nie, wäre das eigentlich der richtige Ort hier im Iran. So, der David darf heute in dem Radiocafé in Esfahan mitarbeiten und jetzt bekommt er sogar noch ein Interview und ja, wir zeigen euch mal, wie das Ganze so aussieht. Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Im nächsten Video sehen wir uns wieder in Vasaneh in der Wüste. Macht's gut!